Hallihallo Leute, zu einer neuen Folge von The Pfleka Fotografie. Mein Name ist Dennis und heute soll es genau um das hier gehen. Pilzfotografie mit einem neuen Setup. Ja, wie schon erwähnt, heute Pilzfotografie mit einem neuen Setup. Ich habe mir das Setup nicht komplett selber ausgedacht. Ich spiele jetzt mit diesem Setup natürlich aus eigener Idee. Aber die Vorlage kommt von einem Kanadier, den ich zufällig neulich auf YouTube gesehen habe. Und das hat mich doch sehr fasziniert, wie man mit einfachsten Mitteln ganz bezaubernde Pilzfotos hinkriegt, und genau darum soll es heute gehen, und das möchte ich mit euch machen. Folgendes Setup habe ich hier aufgebaut, und zwar einmal meine Kamera mit dem 100er Makro dabei, dann habe ich hier ein größeres Licht dabei, meine Lichtleiste, und ich habe mir hier Rollei Cubes, die kosten 50 Euro im Set. Gab es bei mir im Angebot von Rollei, habe ich mir besorgt, zwei Stück. Wahrscheinlich wird noch ein dritter oder ein vierter dazukommen. Wenn euch das interessiert, schaut da einfach mal rein. Ich hack den Link für die Rollei Cubes unten drunter. Ist auf jeden Fall ein cooles Set. Das seht ihr hier mal ganz kurz. So, eben. Und dann habe ich hier meine Stahlwolle aus der Küche geklaut, meiner Frau, wie immer. Tut mir leid, Schatz. Und damit mache ich eigentlich ein Bokeh. Ich zauber mit dieser Stahlwolle ein Bokeh vor und hinter den Pilz. Und das sieht dann wirklich extremst cool aus. Die ersten Bilder von diesem Setup hier kommen jetzt. Ich war natürlich nicht nur hier an diesem Spot unterwegs, sondern ich habe heute Morgen, ich bin schon um 10 Uhr hier heute Morgen in den Wald und habe mich, mittlerweile haben wir es 14 Uhr, also ich bin schon 4 Stunden hier unterwegs. Es macht einfach so viel Spaß, mit diesem Setup zu arbeiten. Ich habe dann noch 2 weitere Pilze gefunden. Einen hatte ich dabei mit Schnecke drauf, der war echt extrem cool, den zeige ich euch jetzt. Und dann hatte ich einen, der war an einem kleinen Baumstamm, der schon total vermoost war, der so seitlich rausgeragt hat. Hier, der war natürlich auch ein Motiv wert. Und ganz heute Morgen, gleich zu Beginn, habe ich noch einen lilanen gefunden. Einen lilanen Pilz, der auch extremst schön war, um in Szene zu setzen. Und den zeige ich euch jetzt. Thank you.
Ja, ich denke, im Prinzip kurz und knapp erklärt, das Setup hier ist relativ easy aufgebaut. Ich höre es immer wieder, dass man für was so viel Licht und für was so viel Zeug mitschleppen. Ganz ehrlich, wer so Zeug nicht mitnehmen will, ist einfach entweder nicht kreativ genug oder hat keinen Bock, den ganzen Scheiß zu schleppen. Ich mache es sehr gerne und habe out of cam wirklich sehr, sehr coole Bilder. Ich arbeite dann hier auch mit einem Bracketing ganz oft. Canon hat ja die Möglichkeit, das Bracketing schon direkt in der Kamera einzustellen und da ist kein Hexenwerk mehr mit dabei. Du stellst das Bracketing ein, stellst die Anzahl deiner Bilder ein. Auch ich muss mich da immer erst ein bisschen ranforschen. Ich fange meistens mit 15 Bildern an, gerade bei so kleinen Bildern, kleinen Pilzen sind 15 Bilder meistens ausreichend. Aber ich gehe dann teilweise auch hoch bis auf 60 Bilder und erstelle dann da mein Bracketing und habe dann einfach durchgängig einen scharfen Pilz, der mir wunderbar passt und den ich einfach so viel, viel schöner in Szene setzen kann. Meine Einstellungen sind meistens ISO 200 bei diesem vielen Licht und ich habe eine Blende von 8, weil auch hier natürlich eine Blende 8 bei 15 Bildern gerade so ausreichend ist. Wenn ihr natürlich weiter runter geht, dann müsst ihr natürlich auch mit dem Bracketing weiter hochgehen. Umso offenblendiger ihr fotografiert, umso mehr Bilder müsst ihr schlussendlich machen. Könnt ihr aber hier in der Canon einstellen, ja, bis 999 Bilder, glaube ich, war es, könnt ihr machen. Ich mache es mit einer Blende 8 und dabei geht das Bokeh nicht verschwunden. Das seht ihr hier nochmal an diesem Bild. Das Bokeh bleibt schön und saftig trotz Bracketing und Blende 8. Also könnt ihr da ruhig und getrost mit dieser Blende fotografieren. Ja, wie gesagt, sollte ein kurz, knapp Video werden über mein Setup, welches ich gerne nutze. Jetzt in der Herbstzeit, um Pilze zu fotografieren. Probiert es doch einfach mal aus. Ihr könnt da jegliche Lichter mitnehmen. Ihr müsst euch nicht unbedingt solche Cubes hier von Rollei besorgen, sondern nehmt solche Lichtleisten hier. Nehmt vielleicht auch eine Taschenlampe und wie witzig. Jetzt habe ich eine kleine Schnecke hier vorne drauf. Vorhin habe ich die ganze Zeit Schnecken gesucht, um noch irgendwo auf einen Pilz zu setzen. Jetzt habe ich hier vorne eine auf dem Licht. Nein, aber zurück. Nehmt eine Taschenlampe mit, nehmt solche Lichtleisten mit, nehmt Stirnlampen mit. Egal was, ihr müsst nicht unbedingt solche Cubes kaufen oder andere Dinge euch besorgen. Es reichen einfachste Lichtmittel, die ihr eh schon zu Hause habt, um das Ganze zu fotografieren. Teilweise kann man dann auch Backpapier vor die Lichter klemmen, sodass ein softeres Licht zustande kommt und kein so ein hartes Licht, wie wenn wir ohne Backpapier fotografieren. Das ist das aber das Schöne, dass das hier bei diesen Rollei Cubes dabei ist. Hier sind solche Filter mit Magnet hier schon dabei, die klemme ich einfach nur dazwischen und habe mein softeres Licht und kann so auch grün, rot, gelb, blau, alles mögliche an Licht dazu machen. Sieht bei Geisterpilzen oder so zum Beispiel ziemlich cool aus, wenn ihr da noch ein bisschen Blaustich mit reinbringt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Lasst einen Daumen nach oben da und aktiviert die Glocke, dass ihr in Zukunft nichts mehr vergesst. Schaut auf meiner Homepage und auf Instagram vorbei und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Mit besten Grüßen vom Bodensee, diesmal aus dem Wald. Und ja, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Dennis vom Bodensee.